Hallo Leute, Teil 2 der Framing-Methoden in der Netzwerktechnik, Byte-Stuffing. Beim vorher gezeigten Verfahren haben wir quasi ein kleines Problem. Wenn ich hier meinen ersten Frame habe, der bis hierher geht, dann habe ich hier sozusagen den 5er als Indikator, dass jetzt hier 4 mal der Inhalt gesendet wird und einmal sozusagen der Indikator, wie viel gesendet wird, beziehungsweise wann der nächste Frame beginnt. Wenn jetzt die Verbindung aus irgendeinem Grund abbricht, die Synchronisation verliert oder ähnliche Netzwerkprobleme auftreten, habe ich das Problem, dass dann irgendwann einmal zum Beispiel ein 7er ankommt beim zweiten Frame. Ich habe hier Frame 1. Hier fängt jetzt sozusagen mein Frame 2 an. Und nun kennt sich das System nicht mehr aus, weil er nicht mehr weiß, was er jetzt damit tun soll. Der hat die Synchronisation verloren. Deswegen kommt jetzt irgendwas an und jetzt macht das System quasi, da es das Ganze nicht mehr ganz zuordnen kann, einen Byte-Count wieder wie vorher gezeigt. Jetzt geht er wieder von Zahl zu Zahl und sucht wieder nach einem 5er und macht das ganze Vorige dann weiter. Beim Byte-Stuffing gehe ich jetzt nun sozusagen her und setze mir, um das Problem zu lösen, einen sogenannten Flag. Das ist sozusagen ein Indikator, der sagt, jetzt fängt ein Frame an. Dann habe ich meinen Header, dann das sogenannte Payload Field. Das ist nichts anderes als der Inhalt, kann man quasi sagen. Ich schreibe jetzt mal Inhalt dazu. Die eigentlichen Daten, die übertragen werden. Dann der Trailer. Und hier am Ende noch einmal ein Flag. Sozusagen, das sollte eigentlich noch in diese Zeile hier, wo ich sozusagen dieses Frame wieder beende. Das Ganze hier gezeigte kann man sich, wenn man einen kleinen Exkurs macht, auch ähnlich vorstellen, wie wenn ich HTML hernehme und mir zum Beispiel einen Text definiere, den ich fett machen will. Schreibe ich hier meinen Text rein, willkommen. Definiere mir hier den Beginn des fetten Textes und hier das Ende des fetten Textes. Oder, um Parallelen aufzuzeigen mit XML, ich definiere mir hier meinen Nachnamen, Nachname, sag Mustermann, definiere mir hier das Ende vom Nachnamen. Das, was man hier vorn sieht, hier oder hier oder hier oder hier, ist quasi mein Flag beim Datenpaket, das mir quasi das Anfang, den Anfang und das Ende definiert. Ich habe hier meinen Beginn und das Ende.